Hallo liebe Spofanis-Familie, ich bin Emil und viele von euch kennen mich als Mitarbeiter von den Erlebniscamps oder auch von Sport am Freitag im Wasser oder auch von den Ferienprogrammen. Heute machen wir mal zusammen die berühmten Kreppners Krebs, die es bei uns jeden Freitag gibt. Und wie ihr die perfekten Kreppners Krebs macht, das zeige ich euch jetzt. Kommen wir zu den Zutaten, die ihr braucht. Zum einen 250 Gramm Mehl, dann noch 3 Eier, einen halben Liter Milch, eine kleine Prise Salz und noch 1 bis 2 Esslöffel Öl und eine große Schüssel, in die ihr dann alles reinmacht. Fangen wir mit dem Mehl an. Nun nehmt ihr die 250 Gramm und tut sie in eure große Schüssel rein. Jetzt haben wir das Ei zerschlagen. In die eine Schüssel haben wir die Eischalen reingemacht, in die andere das Eiweiß und das Eigelb. Das machen wir jetzt mit jedem Ei einzeln, um einfach als Sicherheitsvorkehrung zu gucken, ob das Eigelb noch gut ist, da es manchmal vorkommen könnte, dass manche Eier nicht mehr sehr gut sind, und einfach als Sicherheitsvorkehrung. Das Eiweiß und das Eigelb tun wir jetzt in die große Schale rein. Also, wenn ihr dann alle 3 Eier zerschlagen habt, nehmt ihr den Schneebesen und fängt schon mal an, den Teig umzurühren. Und dann, wenn ihr ein bisschen umgerührt habt, nehmt ihr die Milch und tut immer peu à peu ein bisschen Milch rein, aber tut dann trotzdem noch weiter rühren und dann immer wieder ein bisschen rein und weiter rühren. Genau. Also nachdem ihr den Teig gut und kräftig umgerührt habt, kommt jetzt noch eine kleine Prise Salz dazu und noch 1 bis 2 Esslöffel Öl. So. Dann nochmal umrühren. Da ihr jetzt alle Zutaten drin habt, habe ich hier noch zu Demonstrationszwecken noch eine Kelle geholt. Die braucht ihr später übrigens auch, wenn wir dann die Krebs machen. Aber jetzt habe ich sie nur hergeholt, damit ihr seht, dass der Teig nicht zu dick ist, sondern schon relativ flüssig ist. Und wenn ihr fertig seid mit dem Teig, lasst ihr den jetzt 2 Stunden ruhen. Am besten nicht in der Sonne, versteht sich, sondern in einem Raum, am besten in der Küche. Und dann sehen wir uns in 2 Stunden gleich nochmal. Also, ich habe jetzt schon einen Teig vorbereitet, damit wir direkt weitermachen können. Den anderen Teig lassen wir jetzt noch 2 Stunden ruhen. Der hat schon 2 Stunden geruht und die Konsistenz ist hier auch relativ flüssig, aber trotzdem noch ein bisschen dick. Das heißt, dann nehmen wir jetzt noch ein bisschen Wasser dazu. Nicht viel, je nachdem wie dick oder wie flüssig schon der Teig ist. Das kommt natürlich auf den Teig drauf an. Hier brauchen wir nur ein bisschen Wasser. Genau, rühren wir jetzt noch ein bisschen, damit es flüssiger wird. Und schon zur Vorbereitung haben wir hier einen Teller, wo wir dann die fertigen Krebs drauf machen können. Wir bei Kreppners Krebs benutzen eine extra Krepppfanne, wo wir unsere Krebs machen. Aber wenn ihr jetzt keine flache Pfanne habt oder wenn ihr schon eine Kreppmaschine daheim habt, ist das auch gar kein Problem. Dann könnt ihr eure Kreppmaschine oder was ihr halt zur Verfügung habt benutzen. Und dann, wenn der Teig schön flüssig ist, können wir anfangen Krebs zu machen. Dann nehmt ihr dann die Kelle zur Hilfe. Also bei unserer Krepppfanne brauchen wir nur ungefähr eine Dreiviertel Kelle, um dann den Krepp zu machen. Dann müsst ihr bei euch gucken, wie viel ihr vom Teig nehmen müsst, damit ihr einen schönen flachen Krepp habt. Und dann müssen wir warten. So, jetzt ist der Krepp in der Pfanne schon relativ fest unten am Boden. Das sieht man auch, der klebt nicht mehr unten, das heißt, der Teig ist unten durch. Und jetzt können wir den nehmen, wenden und warten, bis die Rückseite auch noch schön durch ist. Und danach habt ihr den perfekten Kreppner Krebs bei euch auch zu Hause.